Was man hier sieht, ist unser Cluster of Excellence für nachhaltige und energieeffiziente Luftfahrt Mittelstreckenflugzeug. Also es sieht aus wie ein Mittelstreckenflugzeug, es ist ein Mittelstreckenflugzeug. Es ist aber in der Realität ein skaliertes Flugexperiment. Also das Flugzeug hat eine Spannweite von 3 Metern im Vergleich zu 36 Metern für eine Großausführung. Und das ist unser Forschungsvehikel, um eben zukünftige Technologien an Mittelstreckenflugzeugen mit nachhaltigen Antrieben und radikaler Energieeinsparung zu untersuchen. Und das ist so modular aufgebaut, dass man beispielsweise die Tragflächen austauschen kann, man kann die Antriebe austauschen und wir haben eine relativ große Nutzlast. Das heißt, wir können mehrere Kilogramm an Instrumentierung einbauen und damit eben Flugexperimente, also skalierte Flugexperimente machen. Und dieser modulare Aufbau, der ermöglicht es eben ganz viele Experimente, die wir in Zusammenarbeit von mehreren Wissenschaftlern in C-Plan eben hier zu integrieren. Das heißt, die Aerodynamiker können mit den Flugsteuerern, mit den Leuten, die für die Instrumentierung verantwortlich sind, zusammen eben einen modularen Flügel planen und können da all ihre skalierte Hardware einbauen und eben so die Grundlagen, die in Theorie oder in Numerik gezeigt wurden, im Experiment nachweisen. Und das ist in der Methodenentwicklung besonders wichtig, dass man eben genau um diese Vorhersage, wie verhält sich etwas, wenn ich es runter oder rauf skaliere, dass man das an verschiedenen Stützpunkten untermauern und validieren kann. Und insofern ist es deutlich mehr, als wir zeigen mal in einem Modell, wie könnte ein Flugzeug der Zukunft aussehen, sondern es ist wirklich Flugphysik, es ist berechenbar, es ist skalierbar. Ich kann die Umströmung eines Tragflügels, der 10-mal so groß ist, die kann ich genauso mit wissenschaftlichen Methoden rechnen und bewerten, wie die von dem skalierten Flugexperiment. Und ich kann vor allen Dingen auch die Unterschiede in Machtzahl, Reynolds-Zahl super vorhersagen und deshalb Aussagen sowohl in der Aufwärtsskalierung, also wie verhält sich so ein Modell in der Großausführung, aber auch in der Abwärtsskalierung. Was würde ich erwarten, dass ein großes Flugzeug in der kleinen Variante im Flugexperiment oder im Windkanal zeigt? Wir betreiben hier Experimentalfliegerei, das heißt Fliegen und Demonstrationen mit realen Forschungsflugzeugen seit mehr als 40 Jahren. Und ich stehe hier gerade vor unserem aktuellen Forschungsflugzeug einer Cessna 406, in dem wir viele erfolgreiche Experimente haben absolvieren können. Trotzdem sind natürlich damit hohe Kosten verbunden. Es ist sehr aufwendig, im realen Flugversuch zu demonstrieren. Und deswegen sind wir froh, dass wir neue Möglichkeiten gefunden haben, um eben halt kleinskalig, kostengünstiger, wesentlich flexibler Flugversuche durchführen zu können. Der skalierte Flugversuch ist eine Fähigkeit, die wir an der TU Braunschweig weiterentwickeln wollen. Das wollen wir gemeinsam mit unserem Partner TU Delft tun, die gerade in diesem Themenbereich eine sehr gute Expertise über die letzten Jahre hat aufbauen können. Insofern können wir unsere Kompetenzen gegenseitig bereichern und können sie ausbauen. Wir werden wesentliche Technologien, die wir im Rahmen von C entwickelt haben und noch entwickeln werden, in diesem skalierten Flugversuch bewerten und demonstrieren. Und damit haben wir eine kostengünstige, effiziente Methode gefunden, um die Grundlagen, die wir entwickelt haben, auch in einem Flugversuch demonstrieren zu können.